Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir machen heute was anderes. Das erste Mal auf dem Kanal in dieser Art, denn tatsächlich hat sie es vorher auch, fand ich, nicht so angeboten. In der Sache finde ich es, glaube ich, tatsächlich echt angebracht, das so zu machen. Ja, ihr habt vielleicht auf Facebook und auf Instagram schon sehen können, auch ich habe Verstärkung bekommen. Und ja, wenn ihr mir da nicht folgt, dann solltet ihr das vielleicht mal machen. Denn zum Beispiel auf Instagram gab es gestern ein Bild von Boba Fett. Und Boba Fett wird noch auf jeden Fall als Bemalvideo in den nächsten Tagen hier erscheinen. Und ja, ihr habt dann einfach als Bemalanfänger oder Neueinsteiger einfach Hilfe bei eurer Farbpalettenwahl und kriegt auch vielleicht ein paar Tipps beim Malen einfach gezeigt. Also ihr habt auch was davon, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder ein Follow. Wie gesagt, checkt mal die Links aus in der Beschreibung, da findet ihr diese. Ja, ich habe auch Verstärkung bekommen. Vielen Dank erstmal an die Spielepyramide Karlsruhe, mein lokaler Händler, bei dem ich auch vor der Pandemie immer viel gezockt habe abends oder auch die Turniere damit veranstalte. Danke an euch. Ich habe es irgendwie voll verdattelt, eine Mail rauszuhauen. Die letzte Vorbestellung, die ich getätigt hatte, war für die Spezialisten, aber ich habe es für die Welle irgendwie voll verschwitzt. Und ja, freundlicherweise habt ihr mir jeweils eins dieser Modelle auf die Seite gepackt. Danke nochmal dafür. Und ja, wir schauen uns heute den LAATLE Patrouillentransporter an. Ich war überrascht, wie groß das Teil ist. Also, das ist er. Das ist ein Argument, würde ich mal so sagen. Ne? Vor allem, ich zeige euch das mal mit dem Droidenpanzer. Der passt hier fast, also der passt hier locker rein. Jetzt mal den Karton hintereinander geschalten. Schaut mal, man kann den Schriftzug von dem Gleiter hier problemlos noch erkennen. Und ja, hier geht was. Allein der Höhenunterschied auch noch mal krass. Ja, den bauen wir jetzt zusammen gemeinsam. Ich hoffe, dass ich euch da dementsprechend helfen kann, dass ihr nicht so Probleme habt beim Zusammenbau. Es gibt so zwei, drei kritischere Stellen, die finde ich nicht gut erklärt in der Bauanleitung. Und da kann man sich schon mal verhaspeln oder auch zu eifrig vielleicht was zusammenkleben, was noch nicht zusammengehört. Ja, was braucht ihr an Materialien? Ich zeige es einfach jetzt hier mal kurz in die Cam. Ihr braucht auf jeden Fall einen Plastikkleber. Alles ist hier mit Plastikkleber zu kleben. Bei der klaren Scheibe müssen wir nochmal gucken. Ich meine, die müsste auch funktionieren. Sehen wir dann nachher beim Bauvideo einfach. Der Seitenschneider und ein Messer zum Entgraten oder ein Skalpell zum Entgraten von Gussgraten. Ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lange weiter, wir switchen um und ja, sehen uns gleich am Basteltisch. Bis gleich. Ja, das ist der LAAT Patrouillentransporter, die Einheitenerweiterung. Ich habe es echt nicht erwartet, dass das so ein Riesending wird. Hier zu sehen nochmal ganz klar für alle, die neu im Hobby sind oder sich wundern, warum so heißen Symbole hier auch. Das Fahrzeug hier ist für die Republik oder auch für das Imperium einsetzbar. So, jetzt denkt ihr, ja, warum macht ihr jetzt plötzlich ein Unboxing? Macht ihr doch sonst nicht, habt ihr auch recht, machen wir auch nicht. Wir bauen diesen LAAT gemeinsam zusammen. Wenn das Ganze bei euch natürlich gut ankommt, mache ich das Ganze auch bei dem AE5 Rebellentransporter. Ich habe euch ja gesagt, im Mai dreht sich alles mal mehr ums Imperium und die Rebellen. Wobei, ich muss natürlich ganz klar sagen, ich werde den eher für die Republik spielen als fürs Imperium. So, also wir haben auf jeden Fall jede Menge Zeug drin. Das ist, wow, mal heavy. Hier in den Hintergrund. Dann nehmen wir schon mal die Matte hier rüber zum Kleben gleich. Ja, also vom Bastelmaterial kann man nur sagen, wow. Weißt du was? Wir schauen uns jetzt. Ja, habe ich doch wieder recht gehabt. Haha. Habe es in der lokalen Spielergruppe mit drüber gehabt. Wurde halt reguliert, welche Basegröße wir da haben und so. Und ich habe dann gesagt, es müsste die 10x10 sein, also die 10 Durchmesser Base. Maximal natürlich 15x15. Also ich glaube nicht, dass Legion noch mal größer gehen wird wie 15x15 oder vielleicht auch 15x20. Das ist das allerhöchste Gefühl, was ich erwarte noch bei Star Wars Legion, was vielleicht noch kommt, weil wir haben ja schon einen Angriffspanzer von den Imperialen und der hat ja eine Base, die ist 10 cm breit und 20 lang. Wenn wir jetzt mal gucken, der Saberforge Tank oder der Droidenpanzer, die haben eine 15er. Ich hole die gerade mal kurz dazu. So, hier mal mit der Droidenpanzer Base. Ihr seht, noch nicht mal bemalt, keine Base gestaltet, gar nichts. Das ist nur auf der To-Do-Liste tatsächlich. Ja, da geht was, ne? Kann man im Prinzip hier reinpacken. Das ist auf jeden Fall die 15er Base hier draußen. Und das ist die 10er wie bei einem Schneegleiter, einem Landgleiter von den
hier von Rebellen oder wie ein Taurücken. Allerdings kann der sich wohl auch seitlich bewegen. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm von Regeln nur. Ah, okay, das haben sie so auf jeden Fall sehr gut gemacht. Nochmal eine komplette Übersicht, was für Bauteile ihr hierbei habt. Hinweis auch nochmal, dass man Plastikkleber nehmen sollte. Kann man denn beide bauen? Also man kann hier, hat man nochmal die Piloten, Klon oder den TIE-Piloten, nicht jetzt mal. Könnte aber auch noch ein Sturmtruppler sein tatsächlich. Ah ja, und hier geht's noch los. Okay. Gut, ich würde jetzt sagen, ich löse jetzt erstmal alle Bauteile, die wir für diese Baugruppe brauchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Ganze natürlich ein bisschen im Zeitraffer. Baugruppe Fracht. Ein wichtiger Hinweis noch für euch, bei allen Arbeitsschritten habe ich jedes Teil erstmal probeweise zusammengesteckt, bevor ich es später mit euch verklebe. Ja, Zeitraffer aus. Ich habe hier alle Teile gelöst, die ich so brauche. Ich werde das Modell allerdings auch innen bemalen. Also ich werde vielleicht jetzt nicht immer gleich alles 100% zusammenkleben, damit ich einfach die Möglichkeit habe, innen auch noch zu werkeln später, um auch gut an alle Sachen ranzukommen. Daher werde ich jetzt wohl das Ganze hier unten auf jeden Fall zusammenbauen, wie es angegeben ist laut Plan. Ich werde den Deckel vielleicht erstmal lose lassen, dass ich hier innen drin auf jeden Fall noch gut rankomme. Muss ein Hinweis für euch, also wenn ihr das innen drin auch bemalen wollt, kann ich euch nur den Hinweis geben, darauf zu achten, dass man bei sowas vielleicht nicht zu voreilig sein sollte, wenn man da einiges bemalen möchte. Hier nochmal der Hinweis, bevor ich Teile zusammenklebte, habe ich diese immer erstmal probeweise auch zusammengesteckt. Wie gesagt, ihr müsst hier Plastikkleber benutzen. Nochmal ein kleiner Hinweis, ich habe hier den von Revell. Dann machen wir das Ganze hier noch drauf. Ich nehme hier Plastikkleber von Revell. Durch die Weichmacher hier drin wird der Kunststoff quasi miteinander verschmolzen. Daher habt ihr hier die besten Chancen einfach mit dem Revell-Kleber. Klar, ihr könntet auch jetzt ein bisschen Sekundenkleber mit reinmischen, nenne ich es jetzt mal, um es ein bisschen zu beschleunigen, aber es wird nie wirklich richtig fest werden wie mit dem Plastikkleber im Vergleich. Nehmt nicht zu viel Plastikkleber, immer nur ein bisschen. Es kann sein, dass ich gerade schon wieder zu viel habe. Wenn das blöde Zeug an den Fingern ist, dann verschmiert ihr euch nur das Modell unnötig. Das muss nicht sein. Also so ein riesen Modell, das wird ein Mords Eyecatcher auf der Platte. Das lassen wir jetzt vielleicht mal kurz ruhen. Wobei, wir könnten hinten dran noch machen. Dann ist das schon mal fest. Machen wir hier vorne vielleicht noch dicht. Ja, komm, gehen wir machen. Müssen wir nur gucken. Genau, das mit der Wölbung. Nicht die eckige Seite, die hier muss nach unten, das andere muss nach oben. Das wäre eigentlich so ein erstes Ding, was man, wenn man da nicht gleich richtig guckt, falsch machen könnte oder sich die Teile unnötig verschmiert. Wenn man dann zu eifrig kleben will. Damit wäre Baugruppe 1 erstmal durch soweit. Packen wir uns mal auf die Seite. Und sowas packe ich mal hier hin. Brauchen wir uns jetzt hier nochmal angucken. So, wir fangen nun an mit Baugruppe 2. Dafür löse ich wieder alle Teile mit Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder. Baugruppe Cockpit.
Hier nochmal der Hinweis, bevor ich Teile zusammenklebte, habe ich diese immer erstmal probeweise auch zusammengesteckt. Gut, das werden wir. Dann bauen wir mal kurz die Sitze zuerst zusammen. Bestehen aus drei Teilen. Was ein bisschen blöd war bei dieser Baugruppe, man hat alle Teile an verschiedenen Gussrahmen verteilt. Da muss man echt alle absuchen. Ich denke, das hat man im Zeitraffer vielleicht auch gesehen. Also das finde ich echt ein bisschen... hätte man nicht vielleicht ein bisschen besser platzieren können. Ich weiß es nicht. Also das war jetzt doch ein bisschen Gesuche tatsächlich. So, die Dinger mache ich hier wieder. So, genau. Einmal hier. Den kurz rum. Dann einmal bei diesen Hiesen. Kommen hier gleich nur noch die Sitze ran. Können wir sonst noch was machen so lange? Wenn ihr mich noch öfter sehen wollt, dann solltet ihr unbedingt euch die Datumir-Reihe auf diesem Kanal anschauen. Vielen Dank. Ciao. Okay, ich hole euch nochmal dazu. Da musste ich jetzt echt so ein bisschen suchen. Das finde ich nicht gut ersichtlich vom Bauplan. Ihr habt ja hier diese Teile. Das sind die Innenverkleidungen, die hier innen reinkommen. Aber ihr habt ja auch die, das sieht aus eigentlich wie so eine Art Pedal zuerst, aber wenn ihr euch die genau anguckt, das sind Konsolen. Ihr seht hier, upsa, doch ihr erkennt, das sind Bildschirme. Und diese Bildschirme werden quasi hier rangeklebt. So. Und dann hier unten auch festmachen. Aber ihr könnt theoretisch auch, das geht auch, ihr könnt auch erst das hier festkleben, die Blende, und dann das Teil hier dran machen. Das geht auch. Das tut euch vielleicht sogar leichter. Also da musste ich jetzt gerade ein bisschen suchen. Ich fand es gerade ein bisschen schwer ersichtlich im ersten Moment jetzt echt. Ja, Tipp für euch, ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wo es hinkommt. Könnt ihr dann leichter nachmachen. Hier nochmal der Hinweis, bevor ich Teile zusammenklebte, habe ich diese immer erstmal probeweise auch zusammengesteckt. Bei den Konsolen achtet darauf, dass er da nicht durcheinander kommt. Das kann nämlich Verwirrung auslösen. Hatte ich mich eben auch. Ich hatte nämlich eins vertauscht mit einem anderen. Und jetzt musste ich eben erstmal sortieren. Die haben hier unten alles so ein Dreieck, nenne ich es mal. Das passt immer genau in eine Seite rein. Und die Konsole ist immer dann in die Innenseite reingeneigt. Also immer im Gegensatz zum Dreieck unten. So, wie gesagt, wenn ich das jetzt zusammenklebe, ist das nachher sehr, sehr ungeschickt für zum Malen. Daher lasse ich das auf jeden Fall offen. Also Baugrube 2 wäre damit auch erledigt. Jetzt machen wir noch die Sitze fertig. Und da sehe ich gerade, fehlt mir noch ein Teil. Das brauche ich die 10. Ist das die 10? Ja, perfekt. Gleich richtig in der Hand. Der Rahmen für die Lehne. Machen wir hier unten fest. Einmal. Ist auch viel selbsterklärend tatsächlich. Also ihr habt die meistens immer irgendeine Aushöhlung und das ist ganz gut gemacht. Das bleibt relativ schnell so hängen.
So, Baugruppe 2 beendet. Wir lassen das, wie gesagt, offen, damit wir einfach schön grundieren können und nachher bemalen. Wo kommen denn eigentlich die Sitze denn mal rein? Das könnte man vielleicht noch euch kurz zeigen in die Cam, wenn das zusammensetzt. Und das so. Naja, genau. Und hier sitzen die Sitze dann jeweils einmal hier. Und jetzt sieht man so von außen gar nicht. Hier ist dann der andere. Aber damit ich alles besser grundieren kann und bemalen kann, lasse ich es erstmal auseinander. Also Baugruppe 2 haben wir somit auch abgeschlossen. Mit Logenplätze. So, Baugruppe 3. Baugruppe Rumpf. Okay, Baugruppe 3 erwartet von uns, dass wir jetzt anfangen, doch zusammenzusetzen. Das werde ich jetzt definitiv nicht machen. Aber wenn wir mal auch gucken, hier muss man gar nicht mehr so viel machen tatsächlich für Baugruppe 3. Ich werde jetzt die Außenrahmen soweit schon mal vorbereiten. Und jetzt muss man sich tatsächlich auch ab hier überlegen, lässt man das Ding offen oder macht man das geschlossen? Ich glaube, ich werde eine Seite geöffnet machen. Bin ich mir gar nicht sicher. Wir fangen mal an, das auf jeden Fall vorzubereiten. Ich löse mir die Teile und hole ich gleich dazu. So, viel mehr Teile sind es gar nicht. Also das sind eigentlich die Seitentüren von den Gleitern hier. Und hier ist so eine Antenne. Die kann ich auf jeden Fall festmachen. Das ist kein Hexenwerk. Aber realistisch betrachtet wird das erste sein, was bei dem Modell abbrechen könnte. Total bruchgefährdet. Bei der 1 können wir das theoretisch aber auch festmachen. Das wird uns, glaube ich, nicht irgendwie stören. So, ich hole euch mal dazu. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Also das kann man bedenkenlos kleben. Hier ist noch nichts verklebt, weil hier fehlt ja auch noch die Zwischendecke. Könnt ihr hier nochmal sehen. So wird es im Prinzip zusammengesetzt. Ihr habt dann die Option, wichtig, die sind keine Schiebetüren bei diesen Gefährten. Die werden hochgeklappt. Könnt ihr euch auch nochmal am Cover vom Karton orientieren, weil dann sieht man es nämlich, dass die Türen auch hochgeklappt sind, wenn die geöffnet sind. Also ich überlege gerade tatsächlich für meinen LAT, ich habe jetzt ja nur einen, eine Tür geöffnet zu lassen. Zack. Oder Magnete hier ran zu machen, dass ich sie auch öffnen kann, indem ich es hochklappe. Oder, ne? Dann habe ich einfach immer die Option, dass ich eine Seite öffne, die andere vielleicht zulasse. Hier können wir jetzt eigentlich tatsächlich erstmal nichts machen, bis alles grundiert ist. Das hier wird einfach nur später hier dran angesteckt, diese Antenne. Und das war es dann tatsächlich auch schon fast. Geht schneller wie erwartet, muss ich sagen. Einzige Problemstelle war echt bisher diese Konsolen so ein bisschen. Ja, wir machen jetzt mal weiter mit Baugruppe 4, aber erstmal mache ich Platz. Baugruppe Oberseite. Okay, ich hole euch mal kurz dazu, weil mir wird der Tisch sonst zu voll. Ihr könnt diese beiden Teile ohne Probleme direkt zusammenkleben. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal gleich Platz gespart auf dem Tisch. Das mache ich jetzt hier mal direkt. Weil diese Baugruppe ist für mich so die größte, sage ich jetzt mal. Also es ist eindeutig die größte, aber die Tätig-Baugruppe auch mit den meisten Teilen vor allem. So spare ich direkt mal ein bisschen Platz auf dem Tisch. Dann kann man diese kleinen Düsen, die kommen hier unten, dran, auch direkt festmachen. Sparen wir uns auch wieder Platz. Kommen wir jetzt rein.
So, Status Quo. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal 4 Teile verbaut, haben noch 4 rumliegen. Jetzt suchen wir uns erstmal die A23, die A20. Das sind nämlich die Halter für diese hohen Flügel von dem Teil. Ja, da haben wir sie. Sind in dem Gussrahmen mit den Fensterstreben drin. Die Schilder werde ich nur anstecken, nicht festkleben, einfach für die Grundierung besser, dass man mehrere Teile des Vogels hier auch noch erwischen nachher beim Grundieren. Mal gucken, wie das rankommt. Ich glaube, es kommt so. Genau, ja. Bobble kommt nach vorne. So, dann können wir auch die festmachen. Dann ist der Part eigentlich tatsächlich auch schon durch, okay? Ja, einmal so. Und einmal so. Wie gesagt, das sind nicht festgeklebt, sind jetzt nur mal angesteckt, einfach, dass wir nachher schöner grundieren können. Ja, dann wäre damit diese Baugruppe auch durch. Dann fehlt ja gar nicht mehr so viel, dann wäre das Ding fertig. Krass. Baugruppe Seitenflügel. Hey, hast du eigentlich schon abonniert? Kommentiert habe ich auch noch nicht. Und wahrscheinlich auch noch nicht die Glocke aktiviert. Geliked auch noch nicht. Unbedingt machen! Bevor ihr die zusammenklebt, muss das zwischen rein. Ganz wichtige Sache, das hätte ich jetzt fast falsch gemacht. Gut, dass es doch einer als Bauvideo macht, hm? Dann haben wir das gleich. Yay. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denn noch so für Listenideen schon habt für eure LATs, sowohl Imperium wie auch Republik. Bei Republik, klar, es ist naheliegend, dass Yoda sich über ein fliegendes Taxi später freuen würde, wenn Yoda denn mal dann da ist, im August circa. Stand jetzt soll er wohl im August kommen, genauso wie dann die Separatisten-Cache-Quelle quasi im September. Die kann ich, glaube ich, dran geben. Da kommt man noch gut dran. Das ist kein Problem. Also ich tendiere dazu, falls man doch so verrückt sein sollte, bei Republik 2 davon zu spielen, dann auf jeden Fall ohne Jedi-Bekleidung. Ich glaube, das macht dann echt nur Sinn mit reinen Klonlisten. Vielleicht noch eine Padme als Agentin, okay, oder ein R2 natürlich. Aber mehr auch nicht, weil ihr habt sonst keine Aktivierung einfach auf dem Feld. Also ich könnte mir vorstellen, eine große ARC-Truppler-Einheit in so einem LLAT, man fliegt hinten rein beim Gegner, setzt die ARCs ab. In einem zweiten LLAT sitzt vielleicht eine Phase 1-Einheit mit einem Medic oder einem Extra-Klo noch. Also Medic und schwere Waffe wahrscheinlich dann in dem Fall. Aber Hauptsache große Trupps, die dann hinten auch stehen können oder brillieren können. Dann hat der Gegner keinen Spaß. Feuerkraft der beiden LATs plus große ARC-Truppler plus Phase 1-Klone. Ich glaube, das rumst schon ordentlich. Könntet auch noch Fives reinpacken, dann habt ihr da immer einen koordinierenden Typ da. Und wobei, er müsste der HQ ablenken. Er müsste aber irgendwie alles gehen tatsächlich. Ich werde auf jeden Fall auch mal eine Liste vorschlagen. Ihr könnt ja dann auf Facebook mal ansehen, was ihr dann verhalten und dann kommentieren. So, das war's. Geiles Teil.
und Baugruppe 6 die Extras, Waffen, Piloten etc. Langsam leeren sich die Gussrahmen. Bevor ich auch dumm und dämlich suche, das habe ich mir gerade gemacht. Die 44 ist hier bei der Scheibe dabei. Das ist der Suchscheinwerfer. Coole Idee. Jetzt bin ich mal echt überlegen, ob ich hier eine LED einbaue. So, hier nochmal der fertige Bau quasi, die ich ihn jetzt erstmal lassen werde, weil es wird erstmal so grundiert alles in seinen Teilen, damit ich alles noch gut bemalen kann. Wie gesagt, die Flügel hier sind im Moment auch nur gesteckt, hier sind sie schon geklebt, hier stört es tatsächlich nicht nachher beim Grundieren. Ja, es sind tatsächlich noch immer gut Bastelarbeiten dann da, bis das Ding dann auch später zusammengesetzt ist, ganz klar. Kritische Punkte beim Zusammenbau, finde ich, sind wirklich hier, dass man den Streben einfach die Halterung für die Flügel erst reinmacht, bevor man zusammentackert. Das kann man im Eifer vergessen. Ist mir fast passiert. Dann, gerade wenn man halt auch das Innenleben anmalen will und nicht einfach nur so grau lässt oder so, dann sollte man das hier auf jeden Fall auch auseinanderlassen. Denn man wird hier niemals an die Konsolen irgendwie rankommen. Natürlich, man zieht die von außen aber auch nicht. Aber ja, ich glaube, für die eine oder andere Aufnahme könnte es schon ganz cool sein, wenn man so aus dem Cockpit vielleicht ein Foto machen könnte. Denn die Piloten kann ich offscreen zusammenbauen, da werdet ihr keine Hilfe brauchen. Ich glaube, es ist eher wichtig, was man beim Fahrzeug hier falsch machen könnte, als bei den Piloten jetzt so. Wie gesagt, kritische Punkte nochmal als Wiederholung, finde ich es hier einfach tatsächlich, dass man das nicht vergeigt. Bei den Türen sollte man einfach wissen, man sieht es auch am Cover, dass die Flügel, wenn man den Dinger auflassen will, die Türen klappen nach oben und nach unten. Das sieht dann quasi so aus, wenn das Ding geöffnet ist, weil hier ist auch gleich eine Treppe dran. Das merkt man vielleicht erstmal nicht direkt. Ja. Da eigentlich gibt es hier sonst nichts zu beachten. Also ich fand den Bausatz sehr, sehr spannend. Das hat mir gefallen. Ich hoffe, FFG traut sich das, beziehungsweise in Zukunft Atomic Mars Games traut sich das auch noch öfters zu, bei ihren Neuerscheinungen, die dies so designen werden. Ja. Hey Leute, willkommen zurück vom Bastelpart. Ich hoffe, das Ganze war euch soweit eine Hilfe. Wie ihr allerdings unschwer sehen könnt, das Ding ist immer noch ein einzelner Teil. Dafür ist es auch mittlerweile grundiert und auch die ersten weiteren Teile sind verklebt. Zum Beispiel die Solarpanels hier am Oberteil hier habe ich mittlerweile festgemacht. Genauso wie die kleinen Kanonen hier am Rumpf. Warum habe ich es denn jetzt immer noch nicht zusammengebaut? Naja, irgendwann muss ich auch das Video schneiden, was du gerade guckst. Ganz einfache Sache. Außerdem habe ich mich dafür entschlossen, deswegen dauert es auch noch ein bisschen länger bei mir, ich werde das Ding mit LEDs verarzten. Also ich werde LEDs ins Cockpit und in den Frachtraum setzen und an den Scheinwerfer vielleicht auch, der unten hier am Bauch quasi ist vom Schiff. Da bin ich auch noch ganz sicher, ob ich den auch wirklich mache, diesen Scheinwerfer. Cool wäre es schon, ne? Ja. Lasst mich aber mal bitte wissen, via Like oder Kommentar, ob das Ganze euch eine Hilfe war, diese Bauanleitung. Waren vielleicht manche Zeitraffer unnötig, wo ich die Teile aus dem Gussrahmen löse? Ich dachte, für mich beim Schneiden, hey, vielleicht gar nicht schlecht, wenn ein anderes sieht, in welchem Gussrahmen so manches Teil sich versteckt. Man muss dann kurz vielleicht irgendwo aufschnappt noch mal beim Gucken. Deswegen habe ich das mal drin gelassen. Das Video ist natürlich relativ lange geworden, aber ich meine, hey, es ist ein riesen Bausatz und je mehr Teil, desto länger dauert halt so ein Video einfach auch. Ich hoffe einfach, ich spreng da nicht eure Geduld mit der Länge des Videos und bin euch einfach eine Hilfe bei eurem LAE-Team. Außerdem würde mich mal interessieren, könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr denn so für Listenideen habt mit der Republik, wie auch mit dem Imperium, wie man das Ding so verarztet vielleicht bei seinen Spielen. Okay, das soll es gewesen sein heute. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Zusammenbau. Mir war es eine Riesenfreude. Ich hoffe, dass sich das Atomic Mars Games auch öfters traut, solche Bausätze zu bringen. Natürlich alles nur in Relation zum Spiel. Ich hätte auch ultra gern das richtige Kanonenboot gehabt der Republik, was wir halt aus Clone Wars kennen, aber das ist viel zu riesig, meine ich. So geil ich es auch fände in meiner Vitrine oder auch im Regal, aber spielerisch, boah, das ist schon harter Tobak, glaube ich. Allein weil die Masse einfach von dem Objekt dann. Ja, okay, ich schweife gerade ab. Ich wünsche euch noch einen schönen, schönen Sonntag und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.